Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist euer Memento Mare, wie ihr seht, mit Far Cry 4 und diesmal schießen wir kein Molotov-Cocktail auf die Dame. So, da hinten habe ich irgendwo was gesehen, ne? Da war irgendwo Munition bei der ollen Tussi. Quatsch! Was hast du alles für mich? Okay, muss ich hier überhaupt runter oder war das eine Fleißauf... Oh, das ist ein Versteck. Pfeile! Ja, okay, jetzt habe ich den Bogen weggehauen, ne? Zum Lesen, mein Freund Mahabir. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, dich uns in diesem Kampf anzuschließen, aber nach Pergamins Verrat müssen wir Stellung beziehen. Kyra darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben, nun da Pagan Kyrat geteilt hat. Aber ich weiß, dass Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundener Dank gilt sowohl dir als auch Kanan für eure unablässige Unterstützung. Mohan Gal, August 1987. Das ist mein Geburtsjahr. Okay. Das Problem ist, ich brauche jetzt einen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ich habe ihn weggegeben. Das ist schlecht, ne? Das ist wirklich schlecht. Hier liegen überall Pfeile und so. Wurfmesser. Da siehst du, das Wurfmesser gebe ich mir mal rein. Und ja, scheiße, ne? Egal, dann schießen wir drauf. Oder liegt hier irgendwo ein Bogen? Hey, da muss ja für Leute wie für mich ein Bogen irgendwo liegen, oder? Ah, sage ich ja. Nee. Nee. Meine Waffe bleibt nicht da. Meine Waffe bleibt nicht da. Die lasse ich doch nicht zurück. Die war teuer, ohne Witz. So. Kann ich das halten? Nö. Blödes Schwein. Ja, ja, lauf du nur. Lauf du nur. Da ist ein Schwein gerissen. Was ist mit dir? Kommst du her oder was? Nähzeug. Und etwas Kohle. Ja, mit deiner Fell. Ja, einen Köder nach denen werfen ist höchstwahrscheinlich nicht vom Vorteil. Aber egal. Ist mir wurscht, ob ich jetzt das Fell kriege oder nicht. Ich kann es nicht ändern. So. Ah. Wo sehen sie alle? Hier leuchtet was? Wo ist der Wolfsbau oder was muss ich hier jetzt tun? Ah, okay, hier. Hier. Ah, sonst sind es hier nirgendwo welche, oder was? Hm. Nur zwei Viecher. Wären sicher mehr. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich rette dich. Höchstwahrscheinlich bist du nicht mehr zum Retten, denn du bist mausetot. Und ziemlich kalt. Aber mir ist das jetzt egal. Ich probiere es trotzdem. Ich habe hier eine ziemlich coole Waffe. In schönen Farben. No homo. Oh, eine Kiste. Leroy Jenkins. Wäre blöd, wenn jetzt irgendwo ein Fisch vorbeikommt und uns frisst, ne? Wer weiß, was hier alles hier rumkriegst. So, Wunderkerzen. Natürlich. Unterwasser-Wunderkerzen. Wer hätte es gedacht? Ja, Atem habe ich anscheinend genug, ne? Also es wirkt nicht so, als würde er irgendwie absaufen. Was mir abgeht, ist das... Ah, okay, ich hab's. Wollte gerade sagen, mir geht das schnell Schwimmen irgendwie ab. So. Ihr seid mir egal. Hier ist irgendwo eine Kiste oben. Die hole ich mir.
Und dann schieße ich sie weg. Na, wo ist sie? Hier. So. Drecksack, ich hab dich erwischt. So, jetzt hole ich mir dich. Ja, das Rutschen ist ziemlich geil, ne? So. Renn doch nicht weg. Ah, was? Wisst ihr, was ich machen kann? Hier noch, das Looten. Ja, hier liegt der Bogen natürlich. Ah, ja, ja. Hast du irgendwas mit? Silberarmband. Na, immerhin. Ja, eigentlich könnte ich hier kurz den Bogen nehmen, oder? Wo ist er denn? Ah, hier. Okay. Sind irgendwie schneller tot, ne? Nein, ich gehe da sicher nicht rein mit meinem Bogen, ohne Witz. Ich gehe da sicher nicht rein mit dem. So, du kriegst jetzt, ohne Witz, ich hau dir ein ganzes Magazin rein mit der MP. So, den Bogen, den werde ich mir natürlich auch zulegen. Wenn ich mehr Platz habe, ne? Ich kann nur eine Primärwaffe mitnehmen. Und das ist natürlich etwas blöd. Hey, ich häute hier deine Freunde und so, ne? Na? Das wollte ich nicht, ne? Jetzt hätte ich gedacht, er schlitzt ihn auf, ohne Witz. So, wir haben es geschafft. Hier ist noch was zum Häuten. Hier, natürlich. Okay. Schade, ich wäre gerne reingegangen in die Mine. Ging wohl nicht, ne? Man kann ja nicht alles haben. So, Teebeutel, ganz wichtig natürlich. Tee, höchstwahrscheinlich Chai-Tee. Ja, was trinkt ihr eigentlich für einen Tee, ne? Ich bin eher nicht der Teetrinker, ich mag ihn nicht. Mich erinnert er irgendwie an, ja, Krankenhaus und so, ne? Bäh. Was? Drecksack. Und? Das hast du davon. Ja, die Messer sind nicht so gut, wie ich gerade festgestellt habe. Ohne Witz. Eieieiei. Und jetzt fahren wir einfach nach oben. Die see me rollen. Fahrhilfe, was ist denn Fahrhilfe? Vielleicht Autopilot? Oder so? Yeah, wow. Upsa. Okay. Ich kann anscheinend nur mit dem linken Analogstick lenken. Links und rechts und nicht mit dem rechten. Na, auf das muss man mal drauf kommen. Rum. Rum, rum. Wo bist du? Ah, hier. Ganz normal. Ich habe euch gerettet. Dankt mir. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet.
Der Wolfsbaum-Mission beendet. Läuft bei uns, ne? So, reinlassen tut uns nicht, ne? So, Schnellreise verfügbar. Öffne die Karte. Okay, wo ist die Karte? Okay. Hier sind wir. Hier müssen wir hin. Schnellreisen. Ah, cool. Das Schnellreisen funktioniert, aber ich wäre natürlich auch nicht abgeneigt, die Zeit zu investieren und hier hin und her, ne? So. Wir sind hier. Wo ist mein Bier? So. Muss ich hier rein? Munition nachfüllen. Wurfmesser 2 MP50. 20% Rabatt, da muss ich ja zuschlagen. So, verkaufen. Hm. Teebeutel. Braucht keiner. Plastikelefant. Braucht keiner. Silberarmband. Braucht auch keiner. Was ist denn das? Ein dreiseitiger ritueller Dolch. Weg damit. Weg damit. Nicht, ich weiß nicht. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das brauche. So. Hochzeitsfoto. WTF. Wenn du stark blutest, greife zu einem von diesen oder zu einer Maxi-Binde. Okay, die behalte ich lieber. Tibet-Wolf-Fell. Okay, das klingt ja ziemlich gut. Vielleicht können wir uns jetzt einen Waffenhalter oder so bauen. Aber wo war das nochmal schnell? Ah! Herstellung. Kann ich noch eine? Nee. Ah, okay. Ich verstehe schon. So, jetzt müssen wir aber nochmal rein, glaube ich, und unsere andere Waffe nehmen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich nehme die Seitenwaffe, oder? Ich glaube, die brauchen wir wirklich. So, Seitenwaffe. Anpassen. Hier. Okay. Ist ja gut. Ist ja egal, ob durchlöchert der Dreck oder nicht. So, wo müssen wir eigentlich hin? Hm. S. Okay, hier muss ich rein, oder was? Gib ihm etwas Morphium und schalt das scheiß Radio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du dich verletzt. Okay. Versprochen. Oh, dem müssen wir Einhalt gebieten. Propagandamaschine. Jawohl, erreiche den Glockenturm. Ja, das ist ein ziemlich großes Stück, ne? So. Ich laufe. Kann ich da runterrutschen, oder was? Namaste. Seilrutsche. Das oder das? Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mehr als abstürzen können wir nicht. WTF? Oh, das ist XY-Achse umgedreht. Ja, das muss mir wer sagen, ohne Witz. Nein! Oh. Ja, perfekt, ne? Hallo? Nee, kaufen wir lieber bei dir nichts. Neon. Neon. Zitronen. Rot, hier kannst du ja wirklich alles pflücken. So,
So, da unten liegt irgendwo ein paar Kisten. Die nehme ich noch mit. Weil blöd wäre ich und so. Das ist ja kein Missionsgebiet. Alter. Aber da war eine Quest oder so. Was ich gesehen habe. So, ich werde euch jetzt alle ausräuchern da. Ihr werdet schon sehen. Ohne Witz, ich habe hier eine lilane MP, ne? So, was nehme ich hier am besten? Okay, es gibt anscheinend keinen Schnellmodus, ne? Oh! Was war das? Ein Stein? So. Ein Haken, aber zuerst mal. Oh ja, ich weiß, du willst das. Dosenöffner. 100, jawohl. Was macht er jetzt? Schießt dann hoch. Okay. Ja, geht zumindest leicht, ne? Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber egal. So. Ich hetze euch wilde Tiere auf den Hals. Oh. Ja, und jetzt? Geht's hier runter? Nee, oder? Wo geht's denn hin? Oh, fuck! Was bist denn du? Alter! Ein Vogel greift mich an. Ich glaube, ich spinne. Was? Ah, okay, ich verstehe. Wie geil ist das denn? Könnte ich den ganzen Tag machen, ne? So. Der blöde Vogel. Oh, eine Heroindosis, die muss ja was wert sein, ne? Oh, fuck. Ein Bienenstock? Wo ist denn da ein Bienenstock? Okay, danke für den Tipp. Ja, mit was schieße ich den jetzt ab? Oh! Killer Bee! Fresst ihn auf! Fresst ihn auf! Und bitte geht weg jetzt, ich muss da auch hin. Geht doch weg jetzt! Da muss ich rauf, WTF! Hier geht's hier ab! Bienen! Wo? Nein! Okay, Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms. Um Pergamins Propagandasignal zu stören, befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Klingt nach einer Win-Win-Situation, ne? Ich bin lautlos wie eine Katze. Oh, das hört sich ja wirklich nicht gut an, ne? Ist ja mir egal, ich schieße euch alle um. Weg mit den blöden Schachteln. So, Alter, die Aussicht ist wirklich der Hammer, ne? So. Ah, hier hoch? Ah, wo geht's hier weiter jetzt? Oh, das sieht's. Ah, bitte brech nicht.
Ja, Leute, wie es weitergeht, seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.